Dieses Spiel enthält Szenen, in denen Gewalt deutlich dargestellt wird. Und ein weiteres Mal heiße ich euch mit einem Moin Moin Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen, weiteren Resident Evil Projekt. Denn wir haben ja jetzt vor kurzem Teil 1 und 2 auf der PlayStation 1 ja erlebt, abgeschlossen. Und da darf natürlich in der ganzen PlayStation 1 Trilogie der dritte Teil nicht fehlen. Und dieser ist nun fällig. Ich freue mich drauf, denn dieses Spiel wird für mich jetzt hier komplett blind werden. Ich habe den dritten Teil bis auf das Remake noch nie gespielt. Man soll es nicht glauben, ich als Resident Evil Fan hat ein Spiel von 1999 noch nicht gespielt. Aber das war damals halt der Zeit geschuldet. Ich habe auch Code Veronica noch nie gespielt. Das heißt, wir werden hier noch ein paar Resident Evil Teile spielen, Let's Playen, die für mich völlig unbekannt sind. Und da freue ich mich total drauf. Haben wir endlich Zeit, dieses nachzuholen. Es wird aber auch wirklich Zeit. So. Jetzt mal ganz kurz hier, ihr seht schon, das Menü ist auf Deutsch, also, ja, wir spielen die deutsche geschnittene Version und ich weiß, ja, jetzt wird das Rumgenöle groß sein, dass das ja so zerschnitten ist, ich weiß, aber das wird ja nicht der einzige Durchgang sein. Wir werden jetzt hier dieses Spiel auf der PlayStation 1, die deutsche Version, die zensierte Version uns zu Gemüte führen, denn das Gameplay wird ja immer noch dasselbe sein. Ja, ich weiß, wir haben die rauchenden Techno-Blinke-Zombies, ich weiß es. Aber ansonsten ist das Spiel ja eigentlich immer noch dasselbe. Und wir werden auf jeden Fall noch den dritten Teil ungeschnitten in der EU-PAL-Version auf dem GameCube spielen. Und ich würde sagen, das ist nämlich eigentlich ein ganz guter Kompromiss. So haben wir hier erstmals auf Deutsch, verstehen auch alles, weil nicht alle Menschen, mich eingeschlossen, sind des Englischen so mächtig und befähigt, dass man hier alles 100%ig versteht. Deshalb möchte ich für mich auch erstmal die deutsche Version spielen und da werden wir uns auf jeden Fall noch die ganze GameCube-Reihe auch nochmal reinpfeifen. Habe ich ja alles hier, ist alles gar kein Problem und dann haben wir es auch schön blutig und ungeschnitten. Aber wir werden uns jetzt hier erstmal die deutsche Version genehmigen und vor allen Dingen, Resident Evil war ja schon immer trashig und so richtig Horror kommt meines Erachtens heute vielleicht auch nicht mehr ganz rüber. Und dann macht dieses blinke Techno-Gedönse vielleicht auch noch so ein bisschen Humor aus. Wir werden es herausfinden. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal wie Wolle. Wir wollen ein neues Spiel starten. Wir spielen natürlich, das ist jetzt hier vorne so ein bisschen, ja, missverständlich. Also Modus schwer ist eigentlich normal und Modus einfach ist, ja, das ist eine Action-Sause. Chris, hast du, glaube ich, sofort hier einen Rattermann mit unendlich Munition. Meine ich, wäre so, ne? Wir machen auf normal, also hier auf schwer und nochmals, es ist für mich völlig blind, 5 bis 10 Minuten hatte ich mal angespielt gehabt, mehr habe ich von dem Spiel nicht gesehen, also es wird bestimmt lustig, ich werde hier bestimmt so oft verkacken, aber egal. Wir werden es hinkriegen, ich freue mich drauf, ich wünsche euch viel Spaß mit meinem Let's Play zu Resident Evil 3, ja das hat er vergessen, aber Resident Evil 3, viel Spaß mit dem Intro. It all began as an ordinary day in September, an ordinary day in Raccoon City. A city controlled by Umbrella. No one dared to oppose them, and that lack of strength would ultimately lead to their destruction. I suppose they had to suffer the consequences of their actions, but there would be no forgiveness. If only they had had the courage to fight. It's true that once the wheels of justice begin to turn, nothing can stop them. Nothing. It was Raccoon City's last chance, and my last chance. My last escape. This is Chopper Delta, preparing to drop off at area E950704. What are they? No!
Hui! Okay, da kommt die Jill mal eben durch die Wand geflogen. Okay, nochmals herzlich willkommen zu meinem Let's Play zu Resident Evil 3 Nemesis, um genau zu sein. So, wir kloppen den hier mal eben um und wir sehen sofort der Rauchende. Moment, wenn wir den jetzt mal umholzen. So, einfach so. Der rauchende Blinke-Zombie, da seht ihr mal. Da rauchende Blinke-Techno-Zombies. Ja, aber ist halt so. So, wir machen mal eben ganz kurz hier ein paar Meter. Denn der Anfang, weiß ich, ist stark geskriptet. Quatschen können wir gleich. September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. Okay, we've got to get out of here. What? What do you think you're talking about? I just lost my daughter out there! How dare you tell me to go back outside? I'm sorry about your daughter, but there isn't gonna be any rescue. We have to get out of here! No! I'm not going anywhere! I'd rather starve to death in here than be eaten by one of those undead monsters! Now leave me alone! Ach nee, was ist das schön? Raccoon City ist irgendwie eine ganz komische Stadt, oder? Da sind immer ganz komische Leute. Okay, ja, wir haben jetzt hier irgendein Tünnes kennengelernt, aber okay, so, jetzt fassen wir mal eben zusammen. Nochmals, hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play zu Resident Evil 3 Nemesis. Genau, so ist nämlich der vollständige Name. In Japan kennt man ihn unter Resident Evil The Last Escape. Genau, hier heißt es bei uns Resident Evil 3 Nemesis und den Nemesis, den werden wir auch noch kennenlernen. Das ist ein dummer Typ. So, der wird uns ziemlich auf den Zeiger gehen, das weiß ich jetzt schon. Also, ich weiß natürlich ein paar Eckdaten über das Spiel. Also, es läuft parallel, ja, mehr oder weniger parallel. Also, es läuft etwas vor, das ist nämlich jetzt gerade hier vor Teil 2 und parallel zum zweiten Teil. So, das weiß ich. Und ich weiß auch, dass wir hier in dem Spiel ein paar andere Gameplay-Mechaniken haben. Wir können zum Beispiel nämlich Munition selber herstellen und das konnten wir ja auch im Remake so. So. Und ich weiß, dass wir hier Schlüsselstellen haben, wo wir uns zwischen zwei Sachen entscheiden müssen. Irgendwie, ob wir fliehen. Also das weiß ich aus den damaligen Tests. Die hatte ich natürlich gelesen. Aber ich habe das Spiel damals nicht gespielt. Das hatte berufliche Gründe gehabt. Ja, ich hatte damals halt nicht wirklich die Zeit dafür, eben dieses Spiel zu spielen. Aber irgendwann muss man mal nachholen. Ich würde sagen, jetzt nach ungefähr 22 Jahren. Oder ja, nee, es sind ja 21 Jahre. Es kam ja bei uns erst 2000 auf den Markt. Ne? Also ich meine, ja, so. Es ist mal Zeit, das Ganze nachzuholen und ich möchte das gerne mit euch machen und ich freue mich. Ich muss aber sagen, ich bin super, super nervös. Ich weiß überhaupt nicht, was hier auf mich zukommt. Schwierigkeitsgrad, ob der höher ist. Der Actionanteil ist naturgemäß hier im dritten Teil höher, weil einfach auf den Straßen und Zombies und ganz viele Zombies und ultra viele Zombies und da hast natürlich automatisch mehr Action, ist auf eine Art klar. So, wir haben hier ein Heilspray. Aber ich sage es nochmal, ich bin hyper nervös. Ich gebe es echt zu. Ich weiß nicht, worauf ich mich hier eingelassen habe. Aber, das können wir schon hinkriegen. So, wir gucken mal eben hier ins Inventar. Wir haben hier, wie ich sehe, Spielanweisung A. Die wollen wir uns mal eben angucken. So, benutze, nee, aber prüfen wahrscheinlich, ne? Spielanweisung, hier werden verschiedene Aktionen, Bedienung der Karte und Bedienung der Ergebnisbildschirm beschrieben. Okay, das ist natürlich schön, dass du uns das alles erzählst. So, Spielanweisung A. Wollen wir doch mal lesen. Wir hoffen, Sie können Ihre Überlegungschance verbessern. Auf Gegenstände schießen. Die Dinge, auf die Sie schießen, zeigen unterschiedliche Reaktionen, wie zum Beispiel Ölfässer und Bomben.
Drücken Sie die R2-Taste, um direkt auf Gegenstände zu zielen. Okay, das heißt, wir haben hier also R1 wahrscheinlich wie immer klassisch und R2, dann werden Gegenstände anvisiert. Also ich weiß, dass man auch zwischen den Zielen hin und her springen kann. Das meine ich auch zu wissen. So, werden wir irgendwie hinkriegen. Schnelldrehung. Oh, sehr schön, da freue ich mich drauf. Also die 180-Grad-U-Turn-Umdrehungsbewegungsgedönse finde ich cool. So, also Einzug in die Reihe mit Teil 3. Wissen wir jetzt auch. Sie können schnelle Drehungen um 180 Grad ausführen. Drücken Sie die Laufentaste, wenn Sie sich zurückziehen. Okay, das heißt nach hinten und die Vierecktaste. Okay, werden wir auch hinkriegen. Flucht im Notfall. Wenn Sie von Gegnern umzingelt sind, können Sie sie wegstoßen, um zu entkommen. Drücken Sie ganz schnell die Richtungstaste, Aktionstaste, Abbruchtaste, die Laufentaste R1, R2 und L1. So viele Tasten. Jetzt echt jetzt? Sollen wir jetzt hier, also Moment, das muss ich gleich mal ausprobieren. Drücken Sie ganz schnell die Richtungstaste, Aktionstaste, Abbruchtaste, die Laufentaste. Wir gucken gleich mal. So, ausweichen im Notfall. Okay, Moment, Flucht. Können Sie wegstoßen? Zu entkommen. Okay, Moment, weil. Also das müssen wir irgendwie, wir werden uns die uns hier noch, da werden wir uns reinfuchsen. Sie können dem drohenden Angriff eines Gegners mit einer Ausweichbewegung entgehen. Drücken Sie die R1 oder R2-Taste, drücken Sie die Aktionstaste, während Sie zielen. Okay. Das heißt, wenn wir zielen, können wir wahrscheinlich nach links und rechts ausweichen. So, auf von Gegenstand steigen. Okay, Sie können auf bestimmte Gegenstände steigen oder heruntersteigen, die während des Spiels erscheinen. Drücken Sie die Aktionstaste, während Sie sich auf die Kante... Ja, das kennen wir eigentlich schon, das ist ja alles wohl bekannt. Karte, die können wir mit L2 aufrufen. Jetzt überlege ich gerade, ich habe ja bei Resident Evil 2 immer übers Menü die Karte aufgerufen. War das auch schon L2? Müsste ich irgendwann mal ausprobieren. Karte, damit die Karte gezeigt wird, genauso. Sie können die Kartenansicht mit der Aktionstaste vergrößern und verkleinern. Wenn die Karte vergrößert ist, bewegen Sie den Ausschnitt mit den Richtungstasten. Drücken Sie die Select-Taste. Drücken die Select-Taste und dann ist auch schon wieder vorbei. Also alles super top übersetzt. Lebenswahl. In bestimmten Spielsituationen erscheint das Bild nur noch schwarz-weiß. Sie werden dann aufgefordert, zwischen zwei verschiedenen Optionen zu wählen. Mit Hilfe der Richtungstaste wählen Sie eine Option aus und mit der Aktionstaste bestätigen Sie Ihre Entscheidung. Ja, da freuen wir uns drüber, ne? Also, ich weiß, hier gibt es verschiedene Enden und je nachdem, wie wir uns entscheiden, sehen wir das ein oder andere Ende. Ich weiß nur nicht, wann und wie und wo. Und ich möchte auch ehrlich, direkt von Anfang an, ich finde es toll, dass ihr mich unterstützt. Und ihr könnt das auch gerne machen, wenn ihr mir irgendwelche Gegenstände sagen wollt, wo ich zum Beispiel Munition finde und sowas, finde ich das alles total knorke und alles dufte. Ich nehme natürlich alles immer ein bisschen voraus auf. Das heißt, für diesen Run wird es mir wahrscheinlich nicht mehr helfen. Es sei denn, ja, werden wir sehen. Aber für den zweiten Run auf jeden Fall. Deshalb immer schön drunter schreiben. Aber bitte, bitte, keine Spoiler. Also bitte nicht zum Schluss irgendwie dann oder mir das Ende erklären oder sonst irgendwas. Also da bitte, bitte, bitte alles mich so ein bisschen blind auch machen lassen. Aber natürlich, wenn irgendwelche Gegenstände irgendwo liegen, das hat der Daniel auch in den letzten Let's Plays immer super gemacht. Also das könnt ihr mir immer gerne unter die Videos knallen. Aber da freue ich mich schon drauf. Lebenswahl, ja super. So, Episode-Auswahl. Es ist möglich, bestimmte Szenen zu überspringen. Drücken Sie dazu die Select-Taste, das wollen wir aber nicht. So. Haben wir das? Okay, dann wollen wir uns Nummer 2 auch direkt durchlesen. So. Anleitung, wie man Projektile herstellt. Es wird erklärt, wie Pulver und Nachfüllgeräte benutzt werden. Okay. Ja, das hatten wir aber auch im Remake so, ne? Da konntest du ja auch mit dieser komischen Maschine Munition herstellen. Ich glaube, da war aber auch, dass du die Pulver und da konntest du eine halbe Gedönse. Wenn wir uns auch noch reinfuchsen, Munitionserzeugungssystem. Damit verschiedene Munition hergestellt werden kann, benötigen Sie das Nachfüllwerkzeug und Pulver. So, genau, da können wir nämlich aus verschiedenen Pulvern verschiedene Sachen herstellen. Nachfüllwerkzeug, das ist ein Gegenstand, den Sie brauchen, um verschiedene Arten von Munition herzustellen. Wenn Sie Pulver mit dem Nachfüllwerkzeug kombinieren, können verschiedene Arten Munition erzeugt werden.
Pulver. Mischen Sie die Materialien, um verschiedene Arten von Munition hervorzubringen. Es gibt bei Pulver drei... Achso, gibt bei Pulver drei Grundsorten, A, B und C. Bitte beachten Sie, dass Pulver C entsteht, wenn man die Sorten A und B mischt. Okay. Wie Pulver gemischt wird. Sie können verschiedene Arten von Geschossen erzeugen, wenn Sie die verschiedenen Pulver mischen. Es gibt insgesamt 13 verschiedene Varianten des Pulvers. So, Beispiel für Pulverarten. A, B, also normale Patronen, Schrot, Granaten. A und C, Flammengranaten, Säuregranaten, Friergranaten. Okay, Magnumgeschosse, Heidewitzka. Ah, ja, wir werden hier noch ziemlich oft reingucken müssen. Das werde ich mir nicht alles merken können. C und C und C, Magnumgeschosse. Oh, jojojojoj. So, Pulver mit Granaten. Wenn Sie eine bestimmte Sorte Pulver mit Granaten mischen, entsteht daraus besondere Arten von Patronen. Verbesserung der Mischgüte. Wenn Sie dieselbe Art Munition wiederholt herstellen, verbessert sich Ihre Fähigkeit, sodass Sie dann kraftvollere Munition erzeugen können. Das heißt, je öfter wir das machen, umso besser wird sie. Ja, okay. Ja, wenn wir alles uns hier noch reinpfeifen. So, jetzt haben wir das nämlich schon mal aus dem Inventar raus. Ja, was wir jetzt haben, ist hier nämlich dieses Nachfüllgerät. Aber wir haben ja im Moment noch kein Pulver. Aber 8 Schuss ist auch nimmer viel, ne? Da war ein Zombie-Shop, da waren 7 Schuss hier weggegangen sind, ne? Also heißt 15 Schuss fast die Knarre. Okay, und ein Heilspray. Haben wir ja gerade gefunden. Ja gut, okay, alles klar. Wir gucken weiter. Was haben wir denn hier Schönes? So, da ist ein blinkendes grünes Licht. Da gucken wir rein. So, das ist einmal Munition. Also soweit kenne... Oh, 30 Schuss, sehr schön. Das ist schön. Soweit kenne ich das hier natürlich, aber ich sage sofort, das dauert nicht mehr lange und dann ist bei mir alles weg. Also ich habe es noch nicht mal in dem Antesten ins Polizeirevier geschafft. Ich freue mich schon drauf, denn ich finde, das Polizeirevier ist mit eines der schönsten Settings im ganzen Resident Evil Franchise. Ich mag es total gerne. So, ein Gabelstapler, mit dem Fracht bewegt werden kann. Okay. So, wir gehen nochmal hier zum Onkel, ich mecker dich an. Ich finde es immer lustig, bei Resident Evil, die Charaktere, die haben immer voll ein an der Schatulle, oder? Hier läuft irgendwie keiner normaler Mensch auf den Straßen rum, die sind hier irgendwie alle verrückt. Ob das jetzt durch den Virus so gekommen ist, ob das schon vorher war, man weiß es nicht. Doch wir gucken mal eben. I'm not leaving. Never. Ja, dann hast du Pech gehabt. So, wir fragen ja nicht zweimal. So, wir sind ja hier nicht die Bekloppten. So, ein Gabelstapel, mit dem Fracht bewegt werden kann. Okay, das ist halt, aber das ist ein anderer. Okay. Hier ist aber soweit nichts mehr, ne? Okay, dann gehen wir mal hier die Treppe hoch. Ich muss sagen, mir gefällt das grafisch sehr, sehr gut. So, Jill hat hier natürlich ein anderes Design, ein ganz anderes Outfit. Also die meisten, die ich dieses Spiel habe, mal anspielen sehen. Also ich habe mir mal natürlich auch mal ein paar Minuten bei anderen Let's Player mal angeguckt. Ich wollte mir aber auch nicht zu viel spoilern. Hab's dann aber auch wieder ausgemacht. Also das war wirklich auch nur die paar Minuten und habe ich gesagt, nee, das machst du nicht. Also ich glaube, das war ein oder zwei Let's Plays in den letzten, keine Ahnung wie viel, 50 Jahren, die ich dann aber auch immer wieder ausgemacht habe. Und da war eine Let's Playerin, das ist die Miss Fortuna LP, kann ich nur empfehlen, diesen Kanal, super cooler Kanal, die macht auch ganz viel Resident Evil Gedönse und die findet zum Beispiel hier dieses Outfit total cool. Ich muss sagen, ja, es ist irgendwie sehr fesch, aber ich mag auch das Outfit aus dem ersten Teil, also ich kann mich dann jetzt nicht entscheiden, was mein Favorite ist. Das hier ist natürlich so ein bisschen mehr sexy. Und ja, man sieht, dass die Jill reifer geworden ist. Aber ich finde aber auch das Outfit im ersten Teil irgendwie total knorke. Also da muss ich sagen, ja, gefällt es mir sehr gut. Also ich bin unentschlossen, sagen wir mal so. Wir gucken weiter. Wir gehen mal eben hier ins Büro. Weil da machst du ja halt wirklich oft Gedanken. Guckst du ein Let's Play an? Oh ja, und wir haben ein Safe Room. Sehr schön. Also ein Safe Room. Um es richtig adäquat auszudrücken. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß es nicht mehr. Seht doch mal, ich bin wieder... Ja, ich bin total nervös. Genau, ich weiß, was ich sagen wollte. Man macht sich halt wirklich über Gedanken. Guckt man dann Let's Play
von einem anderen Let's Player und man spoilert sich. Das habe ich bei ganz vielen aktuellen Spielen. Ich möchte eigentlich mal alles selber spielen. Sei denn, es sind Spiele, wo ich sage, nee, die werde ich mir eh nie kaufen. Aber dann würde ich mir wahrscheinlich auch keine Let's Plays dazu angucken. Aber ansonsten gucke ich mir meistens keine Let's Plays zu Spielen an, die ich A, noch nicht gespielt habe oder B, die ich dann irgendwann in naher Zukunft auch nochmal spielen möchte. So. Und ja, deshalb gucke ich mir selten Let's Plays von anderen Let's Playern, hatte mir aber da schon öfter mal gedacht, oh, da kannst du doch mal ein Let's Play gucken, aber nein, ich habe es irgendwie da ausgemacht. Echt, nach ein paar Minuten habe ich gesagt, nee, das will ich mir nicht spoilern, weil man macht sich ja irgendwie alles total kaputt. So, verschiedene Berichte wurden hier einsortiert. Das finde ich immer so zwiegespalten, ne? Ist auf einer Art schön, Let's Plays zu gucken, aber auf der anderen Art ist es blöd, weil man sich ja selber hier die Erfahrung oder dem Ganzen hier beraubt, weil das hat ja irgendwas Schönes. Damals hat man es ja auch irgendwann mal zum ersten Mal gespielt und entweder man war Feuer und Flamme oder hat man gesagt, nö, war nicht so mein Fall. Ich bin gespannt, wie der dritte Teil bei mir ankommt, denn viele sagen, der dritte Teil ist bei manchen zumindest besser als der zweite. Also für mich ist Teil 2 absolut Favorite. Ich bin mal gespannt. Das sind natürlich die rauchende Blinke Techno-Zombies jetzt nicht unbedingt ganz so zur Gruselatmosphäre beitragen. Ja, gebe ich zu. Aber das werden wir hinkriegen. Es macht das Spiel, es ist ja immer noch dasselbe Gameplay. Sonst ist ja nichts rausgeschnitten. Ich weiß, dass hier, wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat, noch so einen Zusatz freischaltet, wo man quasi Punkte sammeln muss. Und das ist auch beschnitten worden. Also da kannst du nur mit tierischen Gegnern Punkte sammeln. Und da kannst du keine Highscores oder Minuten war das. Oder irgendwie Zusatzzeit. Keine Ahnung. Sache habe ich noch nie gespielt. Ja, ich habe jetzt genug gelabert. Wir gucken mal in die Truhe. Ich laber mir sonst hier wirklich im Mund fusselig. Die Frage ist, was machen wir hier mit dem Pulver? Machen wir uns erstmal, ich glaube, Pistolenmunition. Wäre nicht schlecht, ne? Weil das Nachfüllgerät schmeißen wir dann sehr wahrscheinlich hier ins Inventar, also hier in die Truhe. Weil, wie war das im Remake? Hat man da überhaupt so ein Gerät gehabt? Das war einfach, da hat man so aneinander gemischt, ne? Da war es, glaube ich, hier so was gar nicht. Wir machen aber erstmal Munition. So. Kombinieren. Damit? So, genau. Kombinieren. Rums. So, und kombinieren. Rums. Und kombinieren, so. Weil wir unter Umständen nachher hier das Inventar voll haben. Ich gehe das Risiko ein. Es ist hier auch da so ein Ausprobieren. Wir schmeißen es aber in Inventar, weil erfahrungsgemäß in der Resident Evil Franchise. Was habe ich denn heute für eine Ausdrucksweise? Franchise. Franchise. Ja, sofort Franchise hier. Hat man ja so eine gewisse Erfahrung, wie man mit gewissen Sachen umgehen sollte, wie zum Beispiel Heilung, schmeiß mal einfach mal raus. So, wir gehen auf Risiko. Ich glaube auch nicht, dass hier so viel anders sein wird, wie in den Teilen zuvor. Wenn wir einen Löffel abgeben, dann werden wir uns halt 3 Hiebe auf den Rücken selber zufügen, als, genau, wisst ihr Bescheid. Nein. So, wir werden jetzt hier einmal abspeichern und dann würde ich auch mal sagen, wir haben jetzt zwar nicht viel erledigt, aber wir haben viel gequatscht. wir machen nämlich hier an der Stelle mal einen Cut. So, mir fällt aber gerade auf, dass dieser Speicherscreen derselbe ist, wie wir es auch in Teil 2 hatten. Sehr schön. Genau, wir speichern hier an der Stelle ab. So. Und freuen uns dann auf Part 2. Da wird es auch mal ein bisschen mehr Action geben und ich werde da auch mal ein bisschen, ja, ein bisschen Gas geben. Es ist am Anfang natürlich immer ein bisschen viel zu quatschen. Ich habe auch viel auf der Seele gehabt. Ich bin jetzt endlich losgeworden. Ihr seid es von mir aber gewohnt. Ich mache hier keine Speedruns, sondern ich möchte mir Zeit lassen. Ich möchte die Atmosphäre genießen. Das werden wir machen. Ich will hoffen, ihr habt Bock und schaltet in Part 2 ein. Dicken Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.